Schlechte Eltern. Gute Kinder. Autor Hossein Hirbot. Diese Geschichte. Unglückliches Kind. In einigen Ländern, insbesondere im Iran, nimmt die emotionale Abhängigkeit zwischen Eltern und Kindern auch dann nicht ab, wenn die Kinder erwachsen sind. Ein Kind, das 60 Jahre alt ist, tut in der Regel, was seine Mutter will, auch wenn es mit ihr nicht einverstanden ist. Einige Mütter, die ihre Ehemänner durch Tod oder Scheidung verloren haben, nutzen diesen Gehorsam aus. Um der Einsamkeit zu entkommen, verhindern sie, dass eines ihrer Kinder heiratet, und ruinieren damit sein Leben. Die Chancen auf eine Wiederverheiratung sind für diese Frauen nicht sehr hoch. Einen Partner zu haben, ist kein religiöses Problem, denn der Islam erlaubt problemlos eine Ehe auf Zeit, die sogar auf 99 Jahre festgelegt werden kann. Das heißt, eine Ehe bis zum Ende des Lebens. Das Problem sind die Sitten, die in diesen Gesellschaften herrschen. Eine zeitlich begrenzte Heirat, vor allem in den großen Städten, ist gewöhnlich eine Schande für eine Frau gegenüber ihren Kindern und anderen. Ich selbst habe Mütter aus nächster Nähe erlebt, die die Heirat ihrer Kinder verhindert haben. Diese Geschichte ist eine von ihnen. Medis Unglück und Elend beginnt mit dem frühen Tod seines Vaters. Er, das älteste Kind der Familie, ist ein kluger und fleißiger Gymnasiast, aber nach dem Tod seines Vaters wird er, wie sein Bruder, gezwungen, das Gymnasium abzubrechen und zu arbeiten, um die Familie zu ernähren. Medi ist, wie alle Kinder seiner Generation, gehorsam erzogen worden, aber er achtet und kümmert sich mehr als seinem Geschwister auf die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Mutter. Aus diesem Grund wird er Opfer des Egoismus seiner Mutter. Sie hindert ihn, mit der List einer Frau zu heiraten, um der Einsamkeit zu entkommen. Medis Geschwister heiraten und gehen ihrem Leben nach. Nur Medi verlässt seine Mutter nicht und bleibt bei ihr. Für jedes Mädchen, das für eine Heirat in Frage kommt, hat die Mutter eine Ausrede im Ärmel. Sie treibt ihren Unfug so lange, bis Medi älter wird und seine Chancen auf eine Heirat von Tag zu Tag sinken. Um zu verhindern, dass ihr Sohn heiratet, besteht die Mutter nun darauf, dass die Braut ein schönes, gut gebildetes, junges Mädchen mit guter Figur aus einer sehr guten und angesehenen Familie sein sollte. Welche gute und anständige Familie würde der Heirat ihrer jungen, schönen und gebildeten Tochter mit einem einfachen und armen Arbeiter eines Unternehmens ohne Gymnasialabschluss, der älter ist als 40 Jahre, zustimmen? Und das mit mittelmäßigem Aussehen und Halbglatze. Noch wichtiger ist, dass seine zukünftige Frau mit ihrer Schwiegermutter in einer alten und kleinen Wohnung leben muss. Die Mutter, die das sehr genau weiß, gibt vor, dass sie hohe Ansprüche an ihre zukünftige Schwiegertochter stellt,
weil sie ihren Sohn liebt und das Beste für ihn will. Doch je höher die Ansprüche sind, desto geringer ist die Chance, dass ihr Sohn heiratet, und desto höher ist die Chance, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens allein ist. Und vor allem, sie will, dass ihr Sohn sich nur um sie kümmert. Die Mutter stirbt im Alter von 80 Jahren. Als Freunde und Verwandten zu Mehdi sagen, dass er jetzt heiraten könne, antwortet er, ich habe so lange allein gelebt, dass ich glaube, ich kann mit niemandem mehr unter einem Dach leben. Jetzt fühle ich mich allein wohler. Im Gesicht dieses Mannes ist nicht die geringste Spur von Hoffnung und Lebensfreude zu erkennen.